Hallo, herzlich willkommen zurück zu Folge 3 von My Car Game. Ich bin der Vince und dem schlauen Fuchs fällt vielleicht auf den ersten Blick auf, dass ich ein wenig gecheatet habe. Bevor wir das jetzt weiter erläutern, müssen wir mal kurz hier uns von Moskitos befreien. Ja, was kann ich dazu sagen? Also ich musste leider einen neuen Spielstand anfangen, denn es gibt bereits Folge 3 und Folge 4. Allerdings nicht für euch, denn die sind beide scheiße geworden. Dazu kommen wir später. Erstmal kurz, was jetzt hier los ist. Also, ich habe jetzt einfach einen komplett neuen Spielstand angefangen. Und habe im Prinzip uns versucht, möglichst nah an den alten Spielstand ranzubringen. Ich kann die Tür gleich nochmal aufmachen. Denn der einzige Unterschied ist, ich habe die beiden Lampen eingebaut anstatt eine, was jetzt nicht unbedingt so wichtig ist, glaube ich. Was viel wichtiger ist, dass die Tür zu ist. Nein, was viel wichtiger ist, ist, dass ich ein bisschen auf Vorrat eingekauft habe. Ich bin nämlich direkt auf schnellstem Wege zum Shop gefahren, damit ich uns die erneute Fahrt dahin erspare. Habe Getränke geholt, ich habe alle Flüssigkeiten, die wir fürs Auto brauchen, geholt. Ich habe ironischerweise, da hing so ein für den Lüftermotor hier, also für den Propeller da vom Lüfter, vom Kühler, hing so ein Riemen an der Wand, den habe ich dann auch noch gekauft, aber irgendwie ist der nirgendwo. Ich weiß nicht, ob der mir geliefert wird oder so. Wir haben schon wieder Durst. Ich habe auch eine Alternative zu Bier gefunden, die nennt sich Milch. Finde ich ganz gut, dass es da eine Alternative gibt. Also ich bin tatsächlich gerade vom Shop zurückgekehrt und habe halt versucht, den Motor, den wir ja schon angefangen hatten, so ein bisschen auf den Stand zu bringen, wie er war am Ende von Folge 2. Ob mir das ganz gelungen ist, weiß ich nicht. Müsst ihr beurteilen, wo ihr die Folgen direkt hintereinander guckt. Hier habe ich noch ein bisschen Essen und Trinken eingekauft, wie ihr seht. Und Moskitospray, haufenweise, tonnenweise, jede Menge. Ich hoffe, dass das Zeug auch was bringt. Weil diese Mückengeräusche, Fliegengeräusche, was auch immer das ist, das geht mir total auf den Keks. Und dementsprechend können wir uns jetzt hier ganz entspannt erstmal zurückziehen in unser Häuschen. Vielleicht gehen wir mal schnell ins Bett. Essen und trinken was, damit wir auch Zeit dafür haben, in Ruhe hier weiter zu basteln. Und dann können wir tatsächlich einfach in Ruhe weiterbauen, ohne dass wir irgendwie belästigt werden von Anrufen. Nein, von irgendwelchen Shop-Verpflichtungen oder ähnlichem. Ja, ich habe keine Zeit. Zack, jetzt machen wir mal hier überall die Lichter an. Zu, wenn das so stark am Regnen ist. So, und schon sind wir hier in unserer trauten Werkstatt. Ich habe auch das Problem mit der Wasserpumpe gelöst. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr ganz genau. Das ist jetzt ein paar Tage her, auf welchem Stand der Motor war. Also ich habe jetzt hier unten die Kurbelwelle eingebaut, habe diesen Schaft da eingebaut. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Und Camshaft, was ist das? Nocken? Ne, Nockenwellen sind oben. Kurbelwelle ist aber das da. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall das Zahnrad da drauf gemacht, alles festgeschraubt und auf dem Stand sind wir jetzt. Ich hatte dieses Rädchen hier im letzten Spielstand, glaube ich, auch noch drauf, aber das können wir nicht drauf machen, weil wir müssen zuerst das hier jetzt drauf machen, nämlich diese Abdeckung, sonst kriegen wir die Wasserpumpe da gleich nicht drauf. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon ging oder ob ich das auch irgendwie. Moment, also da müssen wir jetzt immer noch, haben wir noch genug zu tun. Ich habe euch also nichts an Arbeit hier vorenthalten oder so. Gucken wir mal. Also zu Folge 3 und 4, wie gesagt, das ist leider ein bisschen schief gelaufen. In Folge 3 sind wir auf dem Rückweg vom Shop. Ach nee, warte mal, war das. Ach, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was in welcher Folge war. Ach doch, klar, wir sind in Folge 2, da sind wir nämlich gestorben, genau, so war das. Das habt ihr also alle gesehen bei YouTube, wenn ihr jetzt bei Folge 3 seid. Und haben dann erstmal das Auto nicht zurückgeholt, sondern erstmal den Motor hier klar gemacht. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, dass ich super durstig bin, was ich jetzt gerade schon wieder feststelle. Ich wollte mich eigentlich um Hunger und Durst kümmern. Und ja, ab dem Punkt war es im Prinzip dann problematisch, weil ich kein vernünftiges Fortbewegungsmittel hatte. Und mein Gott, wo war das denn jetzt? Da. Weil ich kein vernünftiges Fortbewegungsmittel hatte, aber unbedingt in die Stadt musste, weil wir keine Vorräte hatten. Ich habe dann hier alles gegessen und so, was noch verfügbar war, aber das war auch nicht mehr so die Menge und es war halt insgesamt dann alles ein bisschen problematisch.
Ich habe immer noch nicht daran rumexperimentiert, wie man sauber wird. Keine Ahnung, beim besten Willen nicht. Ich habe übrigens einen Tag, nachdem ich die Aufnahmen gemacht habe, ich habe in irgendeiner Folge, keine Ahnung, 1 bis 4, vorgeschlagen, dass es doch Sinn machen würde, wenn man auch durch, also dass ich ausprobieren wollte, so war das genau. Ich habe das Thema angesprochen, Dreck und so, dass ich ausprobieren wollte, hier einfach in das nächste Gewässer zu springen. Und die Folge war noch nicht online, also das hat mit mir nichts zu tun. Ich möchte mich jetzt hier nicht als irgendwie populär darstellen oder so. Aber die Ironie daran ist, am gleichen Abend oder den Tag danach habe ich Steam angemacht, den Changelog reingeguckt, es kam ein Update, dann habe ich in den Changelog reingeguckt. Da stand da drin, hey, jetzt seit dem Update kann man sich auch in Flüssen und so weiter sauber machen. Kein Problem. Dann habe ich mir gedacht, yeah, cool. Nee, das wird hier anscheinend nichts. Wir müssen wohl auf unsere Lebenszeit dreckig bleiben. Aber wenigstens sollten wir was essen. So, jetzt widmen wir uns aber dem Motor. Und neben dem Fakt, dass ich halt vor diesem Problem stand und dass das eine riesen Weltreise war mit Folge 3 dann, habe ich halt, ja, die Folge insgesamt hat mir einfach nicht so gut gefallen. Und dann habe ich Folge 4 aber trotzdem noch aufgenommen, weil, mein Gott, man muss auch mal eine schlechte Folge überleben können. Und in Folge 4 haben wir dann direkt die, also habe ich dann direkt die Polizei getroffen. Und die sind nicht so nett, wie ich dachte. Was dazu geführt hat, dass ich direkt irgendwie nach 10 Minuten oder so erneut gestorben bin. Und da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf. Was zur Hölle fehlt? Schwungscheibe? Ach, die Kolben! Oh, Trottel. Die Kolben! Dementsprechend existieren Folge 3 und 4 für euch jetzt nicht, also die alten. Und ich mache jetzt einfach eine neue Folge 3. Das schaffe ich heute so gerade eben noch. Also wir dürfen nicht großartig überziehen oder so. Ich musste jetzt so viel vorbereiten. Ich habe gedacht, das dauert nicht so lange. Falsch gedacht, Vince. Und wenn das erledigt ist, dann werde ich die Aufnahme für heute wieder einstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann direkt hochlade oder nicht. Das werden wir dann sehen. Warum geht das nicht? Ich weiß, dass du willst. Menno, jetzt bin ich aber beleidigt. Auf jeden Fall kommt das hier als Folge 3 dann. Und im Anschluss werden wir mal sehen. Ich habe auch nicht vor, so mega viele Folgen davon zu machen. Weil ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ganz so viel Inhalt hat das. Ah, das hier habe ich gesucht. Diese Abdeckung brauchen wir noch gar nicht, glaube ich. Das war das, wo die Wasserpumpe reinkommt. So, oh ne, Moment. Stopp, zurück. Das, das. So, jetzt der Riemen da drauf. Warum nicht? Muss ich erst festschrauben. Okay, sehe ich ein. So. Zahnriemen drauf. Zahnriemenabdeckung drauf. Dann das verrückte Rädchen da drauf. Klick. Zu groß. Komme ich da noch dran? Ja, nein. Was denn jetzt? Ah, fuck. Moment. Wir müssen das mal kurz hier umparken, damit wir das vernünftig greifen können. Sonst ist das die ganze Zeit hier so ein Hin und Her mit Aufstehen und Ducken und Aufstehen und Ducken. Das ist ja voll ätzend. So, Werkzeugkiste da drauf. Wunderbar. Und jetzt kann man sich hier auch bequem am Werkzeug bedienen. Immer noch zu groß. Immer noch zu groß. Immer noch passend.
Ja, bauen wir jetzt erstmal unser Motörchen hier in Ruhe zusammen. Die Wasserpumpe kommt da jetzt rein, hoffentlich. Wo ist sie? Da liegt sie doch. Eins nach dem anderen jetzt, nicht alles gleichzeitig, wenn's. Was? Das ist ja frech. Ist, oh. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt können wir die Schraube hier wieder rausmachen. Nicht runterfallen. So, das da wieder dran. Das da wieder dran. Schraub dich fest. So, dann brauchen wir noch irgendwas für die kleinen Schräubchen da ringsrum. Nö. Achter. Nö. Sechser. Jawohl. Ich bin unbedingt, ich will das wenigstens schaffen, dieses Auto hier zusammenzubauen. Deswegen habe ich auch jetzt auch so einen riesen Vorrat angelegt. Ich meine, die Dreckigkeit, Dirtiness, also wie dreckig wir sind, dürfte uns ja eigentlich nicht töten. Und selbst wenn ich jetzt so dumm bin, hier zu lernen, wie man irgendwie sich sauber kriegt, gut, im Zweifel können wir immer noch irgendwo in den Fluss springen oder so, zwischendurch mal. Aber selbst wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, dann sollten wir zumindest in der Lage sein, dieses Auto hier funktionsfähig zusammenzubauen. Und das wäre eigentlich auch mein großes Ziel, was ich gerne erreichen möchte. Das passt natürlich schon wieder nicht. Boah, sind das große Schrauben für die Wasserpumpe. Zehner? Nö. Was war das denn hier für eine Größe? Das ist doch ungefähr das gleiche. Nee. Nee. Mein Gott. Ich finde das interessant, dass die Finnen Knarrenkästen haben, die nur bis 15 gehen. Das ist ein bisschen komisch irgendwie. Aber gut. Also haben wir auch, aber die sind dann normalerweise nicht in der Autowerkstatt zu finden. Und wenn dann nur für irgendeinen kleinen Scheiß. Warum kann ich das nicht festmachen? Also für so Motorreparaturen nimmt man eher einen vernünftig großen Knarrenkasten. Nee. Ich habe in den letzten paar Tagen mal eben mein Windows neu gemacht. Falls ihr also irgendwelche Probleme feststellt, was Sound oder so angeht, ich habe hier komplett alles umgebaut. Windows 10 installiert, SSDs fertig gemacht und ich war ein bisschen shoppen sozusagen. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, so ein kleiner Kackschlüssel. Dementsprechend kann es sein, dass es jetzt hier in dieser ersten Folge nach meinem Riesen-Update noch zu Problemen kommt. Ich habe mir zwar alle Mühe gegeben, das ausführlich zu testen, aber es ist auch eine mega neue Version von meinem Aufnahmeprogramm rausgekommen und so viel Krempel gleichzeitig kann man gar nicht testen und ausprobieren. Die Bildqualität hat sich verändert, alle Einstellungen waren wieder. Ich war natürlich so schlau und habe nichts gespeichert. Dementsprechend musste ich alle Einstellungen neu machen und jede Menge Theater. So, das da drauf. Schraubi, Schraubi. Schraubi, Schraubi. Das dürfte es für diese Seite erstmal gewesen sein. Und ich glaube, theoretisch müssten wir, könnten wir vielleicht möglicherweise die Ölwanne da dran festmachen. Dann hätten wir nämlich schon mal den unteren Bereich hier erledigt und abgehakt. Ist da drunter noch irgendwo eine verdächtige Schraube? Muss mal eben den ganzen Motor ein bisschen hochheben. So, ist fein. Nein, nicht wieder ducken, Mann. Habe ich die? Habe ich. Haben wir auch. Haben wir auch. Ein Türchen drehen. Jupp. Zack. Jetzt noch die eine hier an der Ecke.
Wer seid ihr denn? Dann noch irgendwas verdammt Großes als Ölablassschraube. Falls ihr euch wundert, es gibt keinen Knopf zum Aufstehen. Also ich mache das nicht aus Spaß an der Freude, dass ich mich hier ständig zweimal ducke und dann wieder aufstehe. Es gibt nur ducken und hoch ist nicht. Also ihr könnt nur runter, runter und dann seid ihr wieder oben. Aber einfach hoch geht nicht. No can do. So, jetzt müssen wir das ganze Spielchen hier wieder einmal zurückdrehen. Zack. Zack. Und jetzt kommt die Schwungscheibe da drauf. Hoffentlich. Jawohl, das sieht gut aus. Die machen wir gleich fest. Halt. Die machen wir auch gleich fest. Ne, das ist zu groß. Ich glaube, über 10 oder 11 war das, ne? Ne, 12. Ne. Nee. Also hier die Größen zu interpretieren am Computer ist ja immer die absolute Hölle, ehrlich. Yeah, Akkuschrauber, FTW. Ich liebe dieses einstellbare Mausrad. Muss man nur aufpassen, dass man damit keinen Unfug treibt. Das kann schnell passieren und unbewusst. Wo zur Hölle kommt diese Abdeckung? Die muss doch auch hier irgendwo an der Seite drauf. Die kommt bestimmt hier hin, ne? Shit, ich mach das nochmal ab. Oh, jetzt habe ich da hinten irgendeine Schraube rausgedreht. So viel zum Thema Unfug treiben mit dem Logitech-Kram, ne? Kommen wir da nochmal dran? Nee. Shit. Ich habe gehört, so eine lose Schraube macht sich nicht so gut im Auto. Vor allem nicht im Motor. Ich habe keine Lust, jetzt die ganze Ölwanne und alles nochmal abzunehmen. Bin ich schon eher dafür. Yeah! So ist richtig. Da bin ich schon eher dafür, dass man das drauf ankommen lässt und die Schraube einfach locker lässt. Gut, auf die Schwungscheibe kommt jetzt der ganze Kupplungsquatsch her. Das konnte man doch auch irgendwie klack, klack als eine Einheit da drauf schmeißen. Nicht schubsen. Willst du jetzt oder nicht? Halt, hoch. Oh. Klack. So, das ganze Spielchen wird jetzt auch noch verschraubt. Das war irgendwas super Kleines, glaube ich. Also ich habe das nicht komplett zusammengebaut, auch wenn das jetzt vielleicht den Eindruck macht, weil ich hier die ganze Zeit die Schraubengrößen versuche vorauszusagen. Ich habe nur den einen Tag, wo ich dann festgestellt habe, dass mich die Folgen 3 und 4 ankotzen, also die alten. Habe ich ein bisschen weiter rum experimentiert mit der Wasserpumpe und im Rahmen dessen auch ausprobiert, ob man vielleicht die andere Seite erstmal ein bisschen weiter zusammenbauen muss. Was nicht der Fall war, aber nichtsdestotrotz hatte ich dann diese Seite hier schon so weit zusammengebaut, wie sie jetzt gerade ist. Aber weiter war ich tatsächlich dann auch noch nicht. Mal gucken, ob wir irgendwo einen Keilriemen hier rumfliegen haben. Aber nee, Moment, da muss noch die Lichtmaschine mit dran. Also der Keilriemen kommt später erst. Der Anlasser wäre vielleicht ganz interessant, ob das doch schon dran geht. Es kann aber sein, dass wir den auch am Auto befestigen müssen. Wo ist er denn? Das ist der Vergaser. Was ist das? Drive Gear. Ach so, das ist hier so ein. Was bist du? Ich könnte schwören, das ist ein Teil vom. Eigentlich von der Achse unten, aber. Das habe ich auch, glaube ich, in den anderen Folgen als Achsteil deklariert und einfach da hinten in die Ecke geschmissen. Aber wenn man sich das genauer anguckt, also das, wie nennt sich das, Spurstangen normalerweise, die hat man an der Vorderachse unten. Und die halten praktisch von unten das Rad fest. Ist jetzt schwierig zu erklären.
Wer das Teil kennt, der weiß, wovon ich rede. Aber die haben normalerweise hier nur so einen konischen Kopf und kein Zahnrad. Beziehungsweise da ist ja kein Zahnrad, sondern hier so ein schräges Ding. Keine Ahnung, wie das heißt. Starter, den habe ich gesucht. Der muss dahin. Yeah! Ich wüsste immer noch gerne, welche Schraube wir vorhin lose gedreht haben. Ich hoffe, die war nicht wichtig. So, wie viele Schrauben hat denn unser Starter? Zwei nur? Okay, hoffen wir mal, dass das stimmt. Ihr seid alle. Ah! Ah, das war die Schraube, die wir losgedreht haben, die gefährliche. Beide lose? Okay. Gut, ich hoffe, dass wir da jetzt unser Problem erstmal gefixt haben. Wir haben einen Anlasser, wir haben eine Ölwanne. Das sieht doch erstmal schon mal ganz vollständig aus. Auf die Seite kann jetzt das Getriebe drauf. Gucken wir mal, ob wir das drauf kriegen. Ohne dass der Motor vom Tisch fällt, hoffentlich. Das wäre nicht so gut. Cool. Klack. Wie wird das befestigt? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Schlüssel hier ist natürlich zu klein. Der Schlüssel ist auch zu klein. Könnt ihr mal auf die fucking Schrauben draufschreiben, bitte, was das für eine Schlüsselweite ist? Da steht nichts, ne? Das ist nicht zu fassen. Was sagt die Uhr? Ah, das sieht gut aus. Nicht, dass ich schon wieder hier die Zeit verpenne. Wie gesagt, heute leider, leider, leider schwer im Stress. Wäre schön, wenn wir das noch schaffen würden, den Motor zusammenzubauen, oder? Schon wieder überall diese fucking Moskitopest. Geht weg, ihr Monster! Wie lange hält denn das Zeug? Ich habe jetzt drei Pullen davon gekauft. Ich dachte, das wäre nach einmal benutzen weg. Scheint nicht so gut zu funktionieren. Vielleicht verkauft er das deswegen so billig da in dem Shop. Aber wir haben ihn ja schon kennengelernt in Folge, keine Ahnung, 1, 2 und in Folge 1, glaube ich, ne? Der netteste Typ ist er ja nun nicht, ne? Glaubst du, ich finde. Ah, guck mal hier. So, sind das nur die 6 Schrauben? Was ist das denn für ein Billiggetriebe? Also, ich kenne das anders. Was kommt hier an? Ah. Nee. Da kommen die Antriebswellen später rein. Aber was kommt hier rein? Gute Frage. War das hier die Radkappen und so, dass das alles so durcheinander liegt, das nervt mich irgendwie ein bisschen. Oh, das war ein bisschen feste. So, Radkappe. Radkappe. Jetzt haben wir ja ein bisschen Platz gemacht. Radkappe, was ist das? Bremszylinder? Jawohl. Radio brauchen wir nicht. Bremsleitung brauchen wir nicht. Ich will wissen, was in das Getriebe reinkommt. Kupplungszylinder? Nee. Der auch nicht. Das war der Krümmer übrigens. Benzinpumpe eigentlich nicht. Nee. Vergaser. Macht auch keinen Sinn, der kommt oben drauf. Wo ist denn hier oben? Da ist oben. Ah, die Pipe kommt wahrscheinlich zum Auto dann, ne? Ja. Okay, später. Ja gut, dann machen wir erstmal den Motor weiter fertig, wenn der jetzt nicht möchte, wie wir das wollen.
Ah, warte mal. Ah, das macht natürlich Sinn, ne? Yeah. Das ist hier, um die Gänge zu schalten, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Also eigentlich baut man das nicht auseinander, wenn man Getriebe abbaut. Vielleicht deswegen. Oder vielleicht einfach, weil ich gar kein Mechatroniker bin eigentlich. Oder einfach so und nur ein Laie. Aber naja, egal. Auf jeden Fall haben wir es jetzt gelöst. Das ist ja das Wichtigste, ne? Wo ist die nächste Schraube? Ich will endlich mit unserem roten Racer hier rumheizen. Aber wir liegen, also ich habe mir jetzt nichts Festes vorgenommen. Die meisten wissen ja, ich nehme mir jetzt keine so super festen Termine vor für meinen Krempel, wenn ich hier irgendwas mache. Aber es wäre schon geil, wenn wir das schaffen, den Motor zusammenzubauen, ne? Kopfdichtung. Das ist übrigens das, was sich gerne verabschiedet, wenn ihr eure Autos kalt heizt. Also im kalten Zustand schnell fahrt. Kopf. Moment, Kopf müssen wir erstmal festschrauben, ne? Makes sense, doesn't it? Jetzt liegt das Ding wieder zu hoch. Hier schraubt man normalerweise über Kreuz fest, von innen nach außen, wobei jetzt hier ist kein wirkliches Innen nach außen, oder? Ach doch, ich hätte die jetzt schrauben müssen. Die. So, dann die, dann die. Und dann schraubt man die auch nicht ganz fest, sondern zieht die erstmal nur an. Dann zieht man alle anderen nach. Dann zieht man die ein bisschen weiter an, dann zieht man alle anderen nach, dann zieht man die ein bisschen weiter an, dann zieht man alle anderen nach und irgendwann ist fest. Normalerweise macht man das dann im Idealfall auch noch mit dem Drehmomentschlüssel, damit man das perfekte Drehmoment hat, etc. So, egal, unser Kopf ist jetzt fest. Wir brauchen uns keine Sorgen um Drehmoment machen. Anzugsdrehmoment. Wir brauchen eine Nockenwelle. Du willst da rein. Dankeschön. Die müssen wir auch festmachen. Die hat wahrscheinlich etwas größere Schräubchen. Zack. Zack. Die war nicht richtig fest, doch war sie wohl. Zack. 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 Nockenwelle drin. Jetzt brauchen wir eine Ventildeckeldichtung im besten Fall. Haben wir nicht, ne? Ne, natürlich nicht. Weil eine Kopfdichtung bauen sie mit ein, aber eine Ventildeckeldichtung nicht. Ach, ich hatte das letzte Mal für den Anlasser gehalten, ne? Das ist aber der Zündverteiler. Egal, den brauchen wir jetzt nicht. Ventildeckel drauf. Weil eine Ventildeckeldichtung haben wir ja nicht. Klack. So, Ventildeckel fest, da sind wieder kleinere Schräubchen. Nö. Nö. Yeah. Den macht man auch über Kreuz eigentlich fest. Aber naja, wir sind in einem Spiel, ne? So, dann haben wir schon da unsere Löchlein für die Zündkerzlein gefunden. Bisschen zoomen hier. Wenn das mal so schön in echt gehen würde, einfach mal mit dem Motor durch die Werkstatt spazieren und dann die Zündkerzen kurz da reinschmeißen. Warum wollen die jetzt schon wieder nicht?
Ach, daneben geworfen. Rein da! Werde ich ja wohl nicht ausrichten müssen, oder? Klack. Ach, die haben eine feste Position. Deswegen kriege ich die da nicht rein. Das erklärt einiges. So, jetzt brauchen wir aber einen großen Schlüssel. Nein, leg doch das Ding weg. So. Achso, da brauche ich gar keinen Schlüssel für. Okay. Kein Thema. Oder doch, wahrscheinlich brauche ich den Schlüssel, aber es wird einfach nicht grün markiert. So, meine Herrschaften, wir haben Zündkerzen, wir haben einen Anlasser, wir haben einen hoffentlich vollständigen Motor, sofern ich nichts vergessen habe. Wir haben keine Batterie, aber das brauchen wir jetzt auch nicht. Bremsen brauchen wir auch noch nicht, weil wir können ja noch nicht fahren. Den hier brauchen wir noch, den Zündverteiler, die Lichtmaschine. Den Vergaser. Ich weiß aber nicht, ob der direkt an den Motor kommt oder ob der an die Karosserie kommt. Sieht aber so aus, als wenn der hier hinten dran kommt, oder? Das könnte sogar sein. Warum ist da... Achso, nee, Moment. Der geht direkt hier in den Motor irgendwo rein. Da kommt der Krümmer drauf. Also muss der Vergaser auf die andere Seite. Nee, Moment. Halt, stopp. Irgendwas macht der Winz hier gerade falsch. Obendrauf muss der Luftfilter. Wo ist er? Da. Der muss hier oben drauf. Genau. So meine ich das. Oh, da ist schon wieder einer durstig. Da ist schon wieder das Telefon. Ich bin nicht zu Hause. Bin nicht da. Ich hole euch kein Holz. Ich habe auch keine Zeit, um euch irgendwo besoffen abzuholen. Tut mir leid, ich muss mein Auto zusammenbauen. So, sieht man. Jetzt sieht das schon ganz gut aus. Ne? Yes. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wenn hier der Krümmer dran kommt, dann müsste der eigentlich auf die andere Seite. Hier ist Wasser. Da ist wahrscheinlich auch Wasser. Wo kommt denn hier bitte der Sprit rein? Hier wahrscheinlich, ne? Oder ist das auch Wasser? Das könnte auch Wasser sein. Aber wir müssen was trinken, das ist wichtig. Nicht, dass der Typ gleich hier umfällt vor Durst, dann bin ich beleidigt. Erstmal ein paar Bier. Schmeiß mal alles da hinten auf den Herd oder so. Jawohl! Jawohl! So, das reicht aber jetzt auch. Ist genug gesoffen, Junge. Der ist noch abhängig. Moment, wo war der Krümmer? Da ist der Krümmer. Kommt der Vergaser auf den Krümmer drauf? Das wäre ja total sinnlos, oder? Tatsächlich. Tatsächlich. Na gut, was soll's. Egal, wir sind einen Schritt weiter, liebe Leute. Schnell den passenden Schlüssel finden. Was sagt die Uhr? Oh Gott. Oh, jetzt ist der Typ auch noch besoffen. Jetzt wird das auch noch schwierig hier zu treffen überhaupt. Drauf da die Mütterchen. Zacki, zacki, zacki.
Irgendwie habe ich den Eindruck, da fehlt was, weil da unten die Mutter, die ist ja, die führt ja praktisch ins Leere, ne? Ah, jetzt ruft er alle 5 Minuten an. Boah, das haben sie aber auch sehr authentisch gemacht, ne? Dass die Leute dann, wenn sie von einem irgendwas wollen, dass sie alle 2 Minuten anrufen, einem tierisch auf den Keks gehen, obwohl man gerade was viel Besseres zu tun hat. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber was, dann müsste das ja die Rückseite sein und das die Vorderseite von dem Motor, ne? Und hier vorne fehlt auch noch irgendwas. Hier kommt hoffentlich der Zündverteiler hin. Oder die Lima. Nee, du nicht. Ach. Oder die. Ja. Klack. Treibstoff kriegen wir auch schon mal auf die Reihe. Junge, Junge, saufen nicht immer so viel. Muss irgendwas Kleines sein. Ja, ihr merkt schon, ich habe tierisch Bock jetzt gerade hier weiterzumachen und diesen Motor fertig zu machen, aber ich kann leider tatsächlich nicht. Also, so sehr ich mir das auch wünsche und will, es geht einfach nicht. Wir müssen jetzt hier diese Spritpumpe dran machen. Dann schmeißen wir den Motor wieder weg auf das Dingens. Auf die Arbeitsplatte. So. Klack. So viel fehlt ja nicht mehr. Also wir haben es fast tatsächlich geschafft, hier unser Auto fertig, also unseren Motor fertigzustellen. Unser Auto noch nicht. Was wir machen werden ist, am Anfang der nächsten Folge holen wir erstmal den Trecker, bevor wir weiterbauen. Damit uns das nicht in unserem epischen Baufluss hier behindert. Und wenn wir den Trecker geholt haben, dann machen wir unseren Motor schnell fertig. Das dürfte ja so lange nicht mehr dauern. Und gucken dann anschließend, dass wir unsere Karosserie hochgehoben kriegen. Und dass wir dann die Karo fertig machen. Und dann ist unser Autochen fahrbereit. Und dann machen wir eine Mad-Probefahrt. Ich würde sagen, das ist ein guter Plan. Und damit sollten wir in 4 oder 5 Folgen durch sein mit dem Spiel. Bis dahin, so soll unser fertiges Auto aussehen. Wenn es zwischenzeitlich irgendwelche Updates gibt oder so, dann gucken wir mal. Ansonsten so ist das ungefähr geplant, dass wir das Auto fertig machen, dass wir ein bisschen gucken, was wir da mit unserem Auto anstellen können. Und danach das Let's Play erstmal einstellen, weil ich wollte euch das Spiel tatsächlich nur zeigen und selber mal für mich ausprobieren. Das ist ja nichts Langfristiges. Und wenn das Spiel wirklich irgendwann mal weiter ist, als es jetzt ist, dann fangen wir einfach nochmal von vorne an und dann machen wir das nochmal richtig cool. Ne? Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich in das Wochenende. Ich bin der Vince. Wir sehen uns. Ciao.